Hallo Leute und recht herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute geht es um den LS22. Da war eigentlich gerade, genau hier. So, und zwar wurde jetzt das Datum endlich mal released. Und zwar ist es der 22. November 2021. Es war ja so oder so klar, dass er dieses Jahr noch erscheint, aber das Datum war uns leider allen sehr unbekannt. Es gibt auch sehr viele neue Sachen, die sie ja vorgestellt haben, angekündigt haben, und diese schauen wir uns in diesem Video heute an. So, Release-Termin und Trailer Landwirtschaftssimulator 2022 jetzt vorbestellen. Den Trailer findet ihr bei mir schon auf dem Kanal, den schauen wir uns jetzt auch noch nicht an, da ich mir den schon auch angeschaut habe. So, also, Landwirtschaftssimulator 2022 erscheint am 22. November und ihr könnt bereits jetzt schon vorbestellt erhalten das Clarkserion Saddle Track Pack gratis, und wenn ihr euch eine der Limited Colors Edition mit dem PC inklusive funktionierbare Rundumläufe sichern möchtet, solltet ihr euch beeilen, solange der Vorrat reicht. Also, wir haben hier, gibt es auch einmal, ja, ein Pack zusammen. In dem Pack ist enthalten einmal natürlich das Grundspiel, 24 Hersteller-Sticker, eine USB-Rundumleuchte, reagiert auf Ingame-Maschinen. Leute, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare rein, ob ich mir so eine holen soll. Frage ist dann nur, wo soll ich mir die dann platzieren? Soll ich die dann auf dem Kopf? Irgendwie kriegen wir das schon hin. Mit Klebeband auf dem Kopf und dann, ihr wisst schon. Dann sind zwei A2-Poster mit dabei, Modding Tutorials DVD, okay. Ja, und halt einfach ganz normale Box, erhältlich Herbst 2021, genau. So, gehen wir mal wieder zurück. So, also, für die ganzen, ja, für den PC, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X und S, PlayStation 4, Xbox One und Stadia. Genau, hier findet ihr nochmal den Trailer. So, nun ja, wir lesen jetzt einmal uns hier ein bisschen durch und schauen uns mal die Bilder an, die, ja, wie soll man sagen, geleakt wurden. Also, während neue Generationen von Landwirten in die Fußstapfen ihrer Eltern treten, im realen Leben oder virtuell dank des Landwirtschaftssimulators, sehen wir im Trailer Vater und Tochter zusammenarbeiten, genauso wie unsere Protagonisten. Dürft ihr euch über eine Belohnung in Form köstlicher Trauben freuen. Köstlicher Trauben. Also es geht in den Anbau von Trauben. Bin ich ehrlich, habe ich noch nie ausprobiert und habe mich irgendwie auch noch nie so richtig befasst damit. Das Einzige, was ich weiß, weil ich ja auch in der Berufsschule bin in Würzburg, da gibt es auch einen Hang, ja, oder halt so einen Berg im Endeffekt. Da sind auch überall Weintrauben angebaut und die haben auch relativ kleine und schmale Traktoren und Anbaugeräte, also wirklich. Aber ich habe mich damit noch nie befasst. Aber sehr interessant. Also hört sich wirklich schon mal sehr interessant an. Ob ihr sie allein oder gemeinsam im Multiplayer erntet. Okay, also man kann, also Multiplayer wird so oder so da zur Verfügung stehen. Mit den Trauben dann. Apropos Trauben, wollt ihr mehr über neue. Genau, wir klicken da mal auch drauf. So. Genau, so sieht es dann hier einmal aus. Das sind jetzt dann die Weintrauben. Sieht schon mal sehr geil aus. Jetzt ist die Frage, ich glaube, da passt niemals irgendein großer Glas oder irgendwie Fendt durch. Heißt also, es wird höchstwahrscheinlich in kleine, schmale Toren geben, beziehungsweise gehen. Im Hintergrund sehen wir hier nochmal einen Zug. Genau, so. Hier, unzählige Weinebenen an den Hängen. Also es wird auch Hänge geben. Okay, ja. Und auf den Feldern anzupflanzen, wie auf einem echten Weinberg mit so sorgfältiger einander gereihten Reben. Okay, also es nennt sich Reben. Ich habe das schon mal gehört, aber ich wusste noch nie so richtig, was es genau ist. Aber es geht, das sind dann anscheinend die hier, dass das alles so in der Reihe steht. Vielleicht ihr euren Hof einen ganz besonderen idyllischen Look, als wäre eure Farm ein Reiseziel. Um den Blick auf euren eigenen Weinberg auch richtig zu genießen, müsst ihr auch selbstverständlich auch ordentlich um eure Trauben kümmern. Ja, das stimmt natürlich. Müssen uns da immer drum kümmern.
dass sie dann nicht verfaulen. Dafür steht euch spezielles Equipment zur Verfügung, um die Frucht ordnungsgemäß zu düngen und den Boden aufzulockern und zu mulchen. Okay, heißt also, es wird so oder so neues Equipment geben, ja? Brauchst du so oder so andere Gerätschaften. Ich glaube, sogar wenn ich mich nicht irre, gibt es einen Mod. Also es gab schon mal so einen Mod, da konnte man Weintrauben auch anbauen und da gab es auch Gerätschaften dazu. Aber das ist ja jetzt alles im Alice 22 jetzt verfügbar auch dann. Mit attraktivem sozialen Wachstum müsst ihr auch einen Blick auf den Anbaukalender werfen. Trauben pflanzt ihr nämlich zwischen März und Juni. Also Juni, ah ne, hier steht es ja, Juni, jetzt, wir haben ja jetzt derzeit Juni, heißt also, die werden jetzt noch angepflanzt. Sind sie reif für die Ernte, solltet ihr keine Zeit verlieren, im September und Oktober ist Erntesaison. Dann schnappt ihr euch die New Holland Broad 9070L. Okay, also wir haben schon mal hier einen Leak sozusagen und dürft im Anschluss nicht vergessen, die Pflanzen schon mal für die nächste Saison vorzubereiten. Oh, mit Oliven. Oliven wird es auch noch geben. Na gut, wir lesen uns das jetzt hier nicht alles nochmal durch. Dann gibt es nochmal Nährstoffe. Hirse. Hirse. Habe ich auch noch nie gehört oder irgendwie gesehen. Ah, Produktionsketten. Genau, das habe ich auch schon mal gelesen bzw. mitbekommen. Und zwar will der LS22 bzw. Giants so aufbauen, dass im Endeffekt alles richtig verarbeitet werden kann. Früher im LS19 war es ja immer so, du hast die Sachen angebaut, dann wieder abgebaut, ja. Danach hast du die dann verladen, ja, und dann bist du zu irgendeiner Verkaufsstelle hingefahren, hast es dort hingekippt und fertig, ja, dann hast du eine Kohle bekommen. Hier wird es aber anders sein, hier wird es so in die Richtung gehen, dass du im Endeffekt die Trauben jetzt, so Oliven oder was auch immer, abbaust. Oder sagen wir mal Weizen, bestes Beispiel Weizen. Weizen abbaust, das dann zur Mühle bringst. Die machen daraus Mehl. Den Mehl, den bringst du in die Bäckerei und die backen daraus Brot und du kannst dann dieses Brot kannst du dann verkaufen im Supermarkt oder direkt bei in der Bäckerei. Irgendwie sowas war das. Also wirklich, das ist echt geil und ich bin mal sehr gespannt, wie das dann jetzt auch im Multiplayer dann ablaufen wird, weil du muss ja im Endeffekt die Leute dazu einteilen und einweisen und so und generell, ich glaube der 22er, da wird wirklich eine Bombe, also das wird wirklich gut abgehen. Sehr, sehr viele Spieler werden drauf sein höchstwahrscheinlich und das ist wirklich, also ich freue mich schon mal. Wer freut sich auch, gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Genau, dann steht hier dann auch nochmal hier, aus Trauben entsteht süßer Traubensaft, was sonst könnte aus der Frucht entstehen, das für alle Altersgruppen genießbar ist. Ja gut, Traubensaft. Es gibt, man kann aber daraus auch Wein machen. Getrocknete Trauben sind natürlich auch lecker. Findet ihr nicht? Doch, eigentlich schon. Mit Oliven wiederum produziert ihr hochwertiges Olivenöl. Heißt also, wir werden auch Olivenöl herstellen. Das ist sicherlich keine allzu große Überraschung. Die Hirse liefert ihr an die Getreidemühle, um feines Mehl zu erhalten. Achso, Hirse war das. Okay. Das ist ja dann im Endeffekt sowas. Das geht Richtung Weizen dann, ja? Getreide. In Bezug auf die drei neuen Fruchtsorten und ihre Weiterverarbeitung gibt es natürlich noch mehr Infos. Wir gehen schon bald näher ins Detail und zeigen euch mehr zu den einzelnen Arbeitsschritten, die jeweils damit verbunden sind. Habt ihr unsere... Genau, so. Warte mal, ist das was Neues? Nein, ah, ja, genau, hier sehen wir es dann nochmal. Das ist hier die Bäckerei. Fährst dann im Endeffekt hier mit dem John Deere, fährst dann hierher und muss dann im Endeffekt das Brot dann aus der Bäckerei abholen. Genau, und hier, das ist die Olivenölfabrik. Sieht schon echt geil aus. Also die Gebäude und generell die Grafik auch. Also wirklich Respekt meinerseits. Genau, schauen wir uns das hier mal hier hinten weiter an. Genau, hier ist einmal der Clark Serion Saddle Track. Habe ich noch nie gesehen. Beziehungsweise, warte mal, nee. Das ist hier, nee, das sind zwei Fahrzeuge. Das ist einmal der ganz normale Class Serion 4200. Und das ist im Endeffekt einmal noch ein Hänger zum
Gülle ausbringen, gell? Ja, genau. Sehr interessant und sieht auch schon echt geil aus. Genau, was haben wir hier? Aufbaufass, Aufliegerfass, Object 8000 Front Antidop System. Okay. Ja, also es sieht schon mal echt geil aus. Die ganzen neuen Features. Ich bin schon mal echt sehr, sehr gespannt, wie das generell sein wird. So, dann haben wir auch noch mal die neue US-Map-Karte. Ja, die wurde jetzt auch schon mal geleakt. Und zwar war das jetzt am 10. Juni. Die nennt sich Elm Crack. Sorry, falls ich es falsch aussprechen sollte. Mein Englisch ist nicht so gut. So. Auf jeden Fall hier, genau, Landwirtschaftssimulator 22 enthält zwei brandneue und eine aktualisierte Ellengrad-Map. Ellengrad-Map war ja im Endeffekt schon mal ein DLC. Anscheinend ist die jetzt kostenlos mit dabei oder was auch sein kann, das weiß ich leider nicht. Vielleicht werden die sogar das DLC nochmal extra anbieten oder sie lassen es einfach in dem Spiel direkt drinnen. Mal schauen. Genau, man kann... Hier wurden jetzt auch schon ein paar Bilder von der Karte im Mittleren Westen geleakt. Das sieht schon mal auch sehr interessant aus. Generell auch die Baumtextur auch komplett anders. Grafik generell auch, also wirklich, da ist wirklich was hochgekommen. Also wirklich, wirklich schon echt geil. Dann haben wir hier, haben wir noch irgendeine Straße mit einer Brücke. Das Wasser ist auch anders auf jeden Fall. Sieht schon echt geil aus. Generell die Bäume auch. Also ich bin schon wirklich echt hyped drauf. Hier sehen wir auch nochmal die Grastextur und Getreidetextur. Da hinten haben wir noch im Hintergrund eine Lagerhalle. Also es wird wirklich, glaube ich, was echt geiles. Hier haben wir nochmal eine Tankstelle. Wir haben hier noch eine Produktion. Das ist jetzt Oratis. Ja, Getreide. Müsste eine Getreidemühle oder so sein. Also es sieht wirklich, wirklich gut aus. Ah, hier haben wir auch nochmal was. Was ist denn das jetzt hier nochmal? Gibt es die typischen Tankstellen außerhalb der Stadt, riesige Silos und andere Gebäude, welche die Skyline bestimmen, die ihr von eurer immer weiter wachsenden Farm begutachtet. Eines der Sightseeing-Highlights in Ellenbeck ist das Baseballstadion, das zu Hause... Ah, das ist ein Baseballstadion. Okay. Mal gucken, ob das nur einfach nur so ein Gebäude ist oder ob wir da auch irgendwas machen müssen. Also ich vermute schon, dass wir da was machen müssen, dass man da vielleicht, keine Ahnung, irgendwas abliefern muss. Was mir gerade noch einfallen würde, jetzt dazu zum Beispiel zum Baseballstadion, Schaf, also Schäfe, vom Schaf die Wolle verkaufen in der Schneiderei. Schneiderei oder beziehungsweise Spinnerei. Spinnerei kriegst du, musst du in die Schneiderei fahren und die verkaufen. Also die produzieren dann im Endeffekt dann Klamotten für die und die müssen wir dann dort abliefern. Das kann gut möglich sein. Ich weiß es nicht. Es bleibt auf jeden Fall, wie gesagt, spannend. Und sobald neue Details wieder da sind, gibt es natürlich wieder von meiner Seite aus ein neues Video. Ich danke schon mal fürs Zuschauen und würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, falls euch das Video gefallen hat. Und natürlich könnt ihr gerne kostenfrei ein Abo da lassen, aktiviert nebenbei die Glocke. Und dann würde ich sagen, tschö mit Öl, euer Dennis, bis zum nächsten Video. Baby girl, don't go, oh, look the other way, eh, nobody will know, oh, if it's all the same, call my place your home, oh, I don't wanna chase, eh, but don't want you to go, oh, all I want is you, ooh, all you need is me, I know what to do, ooh, only I can